meine Lieben, ich habe heute einen monströsen Haul für euch und würde sagen, ich fange direkt an. Wenn es zu lang wird, teile ich dieses Video einfach in zwei Teile. Also, ich war bei DM bei Müller und habe bei Avon bestellt. Und ich würde sagen, ich fange mit Avon an, da das nicht jeder von euch kennt und da auch nicht jeder von euch drankommt. Meine Mutti, die ist Avon-Beraterin und deswegen kann ich dort gut und günstig bestellen und zeige euch jetzt eigentlich nur in Windeseile, was ich bestellt habe. Einmal so einen wunderschönen Kuli, der erinnert mich an die von Swarovski mit diesen Glitzersteinchen drin, nur dass der hier einfach für mich jetzt 5 Euro gekostet hat. Und Swarovski, die kosten glaube ich 60 oder 80 und den finde ich wunderschön. Dann habe ich hier von der Wellness-Serie, einer der Wellness-Serien, Planet Spa nennt sich das, ein Bad- und Bodyöl. Ja, und das riecht nach Wasserlilie und da bin ich mal drauf gespannt. Das hat, glaube ich, 8 Euro für mich jetzt gekostet. Dann fahre ich im Moment total auf Bodysprays ab. Das hier, also die hier, die finde ich alle drei toll. Da habe ich auch alle drei Parfums dazu. Die kosten normalerweise 7,50 Euro und für mich jetzt 2,50 Euro. Dann habe ich noch ein Duschgel bestellt, obwohl ich ja kein Duschgel bestellen darf. Aber es riecht einfach wunderbar. Das ist Winter, Cancan, luxuriöses Vanille und Sandalwood. Was auch immer das ist. Auf jeden Fall riecht es sehr gut nach Vanille. Und dann habe ich hier noch Gesichtskapseln. Ja, die sind mit Vitamin C. Und die haben, glaube ich, 6 oder 7 Euro gekostet. Und eine Lederimitat-Leggings habe ich an. Die hat 16 Euro gekostet. Keine Ahnung, ob man das jetzt sieht, aber ja, die habe ich auch noch. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem interessanteren Teil. Ich fange an mit Müller und die Preise blende ich euch entweder hier ein oder ich setze sie unten in die Infobox oder vielleicht auch beides. Und ja, ich denke auch, dass ich euch noch jetzt Swatches einblende von dem einen oder anderen. Also ich habe mir einen Ring gekauft und zwar ist der von dieser Marke halt. Also ich vermute ja, das ist Six, weil die haben genau dieselben Sachen wie im Müller, nur mit einem anderen Namen. Und der hat 4,95 Euro gekostet und ich finde den, ich ziehe den mal gerade an, wunderschön. Der ist Gold mit so, ja, also ja, ihr seht, wie er aussieht. Ich finde ihn einfach wunderschön und musste ihn deshalb mitnehmen. Dann habe ich mir Zahnseide-Sticks gekauft. Die haben hier noch so eine Spitze, wie so ein Zahnstocher. Die finde ich ganz praktisch. Die kann man auch mal mitnehmen für unterwegs. Und dann kommen wir zu den interessanteren Sachen. Ich habe einmal aus der Essence Oktoberfest LE diese Wimpern mitgenommen, diese Papierwimpern. Fragt mich nicht, was ich damit mache. Ich habe noch keine Ahnung, was ich damit schminke. Auf jeden Fall fand ich sie interessant. Ich habe auch die von der Cherry Blossom LE und die habe ich immer noch nicht benutzt, weil ich sie einfach viel zu schön finde. Dasselbe wird wahrscheinlich mit denen hier auch passieren, aber Hauptsache gekauft, ne? Aus derselben LE habe ich mir den Blush gekauft, wo ich ja noch nicht genug Blushes habe. Aber der ist einfach so wunderschön. Der hat auch eine richtig, richtig schöne Farbe, finde ich. Ich war da jetzt schon drin und man sieht eigentlich gar nicht, dass ich schon drin war mit dem Pinsel. Das finde ich persönlich jetzt sehr cool. Auf jeden Fall ist das hier die Nummer 01 Fashion Model. Dann habe ich von Catrice noch eine Palette ergattern können für 95 Cent. Und ich finde die Farben richtig schön. Das habe ich beim Ausverkauf gar nicht gesehen. Finde ich jetzt auch richtig schön herbstlich. So braun, bisschen heller, bisschen dunkler mit diesem Petrol hier. Finde ich super. Das ist die Farbe 090 Before or After 8. Dann habe ich mir einen Lidschattenpinsel gekauft von Essence. Und zwar ist der, glaube ich, neu. Also eigentlich ist er nicht neu, den gab es vorher in Lila, jetzt gibt es ihn auch in Pink. Und ich fand ihn einfach schön und den Lila hatte ich noch nicht, also habe ich mir jetzt einfach mal den hier in Pink mitgenommen. Er ist nicht überragend, aber er ist okay. Dann habe ich mir aus dem neuen Sortiment mitgenommen von Essence diesen Lippenstift hier. Die sollen ja länger halten und so, würde ich jetzt nicht unbedingt unterstreichen. Die Farbe finde ich wunderschön. Wie lange sie genau halten, kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall finde ich sie nicht long lasting. Das hier ist die Farbe 08 Color Crush und ja, das Design finde ich wunderschön, die Farbe finde ich super
Und für den Preis 2,25 Euro, das weiß ich aus dem Kopf, kann man wirklich nicht meckern. Dann habe ich von Catrice mir den Blush Tint gekauft. Den gibt es ja jetzt schon etwas länger im Sortiment. Und ja, der ist für Wangen und für Lippen. Und ich habe ihn auch schon ausgetestet und möchte jetzt erstmal nichts dazu sagen. Auf jeden Fall kostet er 4,95 Euro, das weiß ich auch aus dem Kopf. Ich bin gar nicht so schlecht. Ja, ne? Ich weiß zwar nicht, warum ich den gekauft habe, aber ich habe ihn halt mal mitgenommen. Dann habe ich mir aus der Catrice L.E. Thrilling Me Softly diesen Lipgloss hier mitgenommen. Den fand ich ganz schön. Das ist auch so ein wunderschönes Pink. Und ich habe die jetzt schon zusammen getragen, den Lippenstift und den Lipgloss. Und muss sagen, das passt perfekt zusammen. Die sind sehr glossig, aber die halten auch ziemlich lange, muss ich sagen. Also ich finde die richtig gut. Die sind allerdings nicht billig. Die kosten, glaube ich, 4 Euro oder so. Und dann habe ich mir noch, ziehen wir mal das Käppchen ab, von Art Deco einen neuen Blushpinsel gekauft. Der hat 10,80 Euro gekostet und den finde ich super. Der hat Ziegenhaar, der ist mega weich und man kann richtig schön Farbe mit auftragen. Den habe ich schon ausprobiert und den finde ich richtig, richtig gut. Ich finde sowieso, Art Deco hat wirklich angenehme Preise für Pinsel und dafür sind sie richtig gut. Das war Müller und dann war ich ja jetzt noch bei DM. Ich wollte eigentlich nur Kürbiskerne kaufen. Das Ergebnis davon, die Kürbiskerne sind schon leer. Und ich habe mir gekauft, also ich greife jetzt einfach wahllos in die Tüte rein, von L'Oreal die Ever Rich Haarkur. Die ist ja auch neu. Die ist ohne Sulfate, mit botanischen Ölen, Aprikose und Kamelina. Das soll eine tiefennährende Maske sein und ich bin da mal echt drauf gespannt, denn meine Haare sind eine Katastrophe. Ich habe mir auch schon überlegt, mir die Haare dunkler zu färben, dass sie nicht einfach immer diesen Blondierstress haben, weil es wird einfach nicht besser. Und ja, wie gesagt, Preise blende ich hier irgendwo ein. Dann habe ich mir gekauft von Balea eine Cremeöl Body Lotion und zwar mit Mandelöl und Marulanusduft. Marulanusduft. Ja, das ist eine Limited Edition und die habe ich der lieben Jule ins Tauschpäckchen gemacht und sie hat mich nicht losgelassen, weil ich habe ja natürlich dran geschnuppert und ich fand, die hat richtig, richtig gut gerochen und dann habe ich sie mir jetzt einfach mal noch gekauft. Ja, die ist mit 40% pflegenden Ölen und das ist wichtig für mich, da ich jetzt, wenn es in die kalte Jahreszeit geht, extrem raue Haut, also juckende Haut auch bekomme. Dann habe ich mir, das habe ich bei der lieben Biene gesehen, übrigens alle erwähnten Kanäle findet ihr wie immer in der Infobox, habe ich bei der lieben Biene gesehen, diesen Badezusatz hier von Dresdner Essenz. Das ist das Winterbad mit Zimt, Nelken und Orange mit Glitzer. Und ja, ist eine Limited Edition jetzt über die kalte Jahreszeit und da oben kann man dran schnuppern und oh mein Gott, das riecht so geil. Also ich bekomme direkt Lust auf Weihnachten und Schnee und Lebkuchen und Kaba und weiß ich nicht was. Also riecht wirklich Bombe. Dann habe ich mir zweimal Rotkäppchen Klassik gekauft, da ich Eisenmangel habe, hat sich herausgestellt. Deswegen heilen meine Sachen im Mund hier auch nicht. Ja, da habe ich mir jetzt ein paar gekauft und dieses eine hier halte ich jetzt mal stellvertretend in die Kamera. Dann das hier, diese Dinger hier, die kann man als Armbänder oder auch als Haargummis benutzen. Die finde ich super stylisch und die habe ich bei der Miss Fabulous entdeckt. Leute, ihr habt mich alle mega angefixt, falls ihr das nicht merkt. Deswegen habe ich jetzt so viel Geld ausgegeben. Ja, nee, Quatsch. Also die finde ich richtig, richtig schön, richtig süß. Die sind ein bisschen wie so Festival-Armbändchen und auf romantisch in diesen Farben. Finde ich super. Und dann habe ich noch einen wunderschönen Nagellack. Den habe ich auch bei der Miss Fabulous gesehen. Und zwar ist das ein Dupe zu dem Nothing Else Matters von Essie. Kann das sein? Penny Talk war es nicht. Ich glaube, ja. Das ist von P2, die 991 Seattle Dreams. Ich hätte den auch übrigens gekauft, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es ein Dupe ist. Weil ich finde die Farbe wunderschön. Und ich liebe diese changierenden Farben hier von P2. Ich glaube, ich habe alle Farben, die es davon gibt, außer dieses ganz dunkle Blaue.
dann konnte ich natürlich nicht hieran vorbeigehen. Und zwar an der Bodylotion von Freckle Moon One Ginger Morning. Ich liebe dieses Duschgel. Und das hier musste natürlich jetzt mit. Das ist, hat 7 Euro gekostet, finde ich sauteuer für eine Bodylotion. Allerdings sind auch 500 Milliliter drin. Es riecht genau wie das Duschgel und ich hoffe, es hat eine gute pflegende Wirkung. Und ja, es steht drauf, normale bis trockene Haut. Leider gibt es bei uns im DM die Body Butter nicht dazu. Das finde ich sehr schade, sonst hätte ich mir nämlich die gekauft. Aber ich bin auch glücklich hiermit. Und dann habe ich noch 3 Produkte und dann habt ihr es geschafft. Ich habe einmal von Essence. Diesen hier, den habe ich auch der lieben Jule ins Tauschpäckchen gemacht und der hat mir auch echt gut gefallen. Ich mag diese Sandstyle-Lacke sehr gerne vom P2. Das hier ist jetzt mein erster von Essence und zwar ist das die Farbe 163 Hey Nude. Und ich glaube, der sieht richtig, richtig schön aus. Den habe ich bei Kolchen24? Unten in der Infobox einfach schauen. Auf jeden Fall bei ihr gesehen, wie sie ihn aufgetragen hat im letzten Video. Und ich habe ihn echt geliebt. Auf dem Tester, im Video, also wunderschön. Und ich bin froh, dass ich den hier jetzt habe. Und dann habe ich noch 2 Produkte aus der Catrice Thrilling Me Softly LE. Einmal dieses Lipgloss hier. Das trage ich auch auf den Lippen und ich finde es eine wunderschöne Farbe. Es gibt 3 Farben. Ich habe jetzt das Pinkne, ich habe jetzt dieses Dunkel irgendwas und es gibt noch ein Knallrot. Ich glaube, das kaufe ich mir auch noch. Die sind echt schwanzig teuer für 4 Euro, aber die halten echt super und die, ach, ich weiß nicht, also die sind klasse für ein Lipgloss. Ist allerdings auch nicht viel drin. 4 Milliliter sind da nur drin. Und dann habe ich mir noch diesen Eyeliner hier gekauft. Das ist so ein dicker, wie jetzt in der Glossy Box auch drin war. Und zwar habe ich da erwähnt, dass irgendeine Marke jetzt auch so dicke Eyeliner-Stifte rausgebracht hat. Und es war Catrice. Ich wusste doch irgendwas. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir den jetzt mal geholt. Aber ich finde das Handling irgendwie schwierig. Also ich komme da nicht so mit klar. Ich habe das heute Mittag mal getestet und ja... Ist irgendwie nicht so mein Fall. Obwohl ich Eyeliner ja echt mag und eigentlich mit jedem Eyeliner klarkomme. Ob Filz, ob flüssig, ob Gel-Eyeliner, egal. Aber mit dem hier, ich denke, das ist auch nur eine Übungssache. So, ihr habt jetzt meine ganzen Produkte gesehen. Ich bin einen Haufen Geld leichter. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und es hat ja schon lange keinen ausgiebigen Haul mehr gegeben, da ich ja Kaufverbot hatte, dass ihr, wie ihr jetzt wahrscheinlich ja, erraten könnt, ich es nicht gepackt habe. Ich hätte bis zum 25. September durchhalten müssen. Und das habe ich nicht geschafft.